Die Führungsschiene zum Aufkleben. Grüß euch, liebe Kunden, in einem neuen Video vom Ike's Tool Shop. Heute geht es um die neue Führungsschiene von Festool. Und das ist sicher was für viele Montagetischler und Messebauer sehr interessant ist unter euch. Nämlich, man kann die neuen Schienen mit Klebepads direkt an senkrechte Flächen heften. Rückstandsfrei natürlich wieder demontierbar. Und ich glaube, für den einen oder anderen wird das ziemlich cool werden. So schaut die neue Schiene aus. Man sieht, die hat in der Mitte ein großes Loch drinnen, sowie auf der Seite links und rechts zwei größere Öffnungen. Da kommen dann die Klebepads rein. Aber die neue Schiene hat einige gute Veränderungen gekriegt, die was man sich eigentlich bei den normalen Führungsschienen auch wünscht. Die große Öffnung in der Mitte, die hat Festool sicher nicht gemacht, weil sie Material sparen wollen, sondern ich kann die jetzt da beim Systemer, beim Tragegriff drüber geben. Und ihr wisst, in der einen Hand habe ich meinen Staubsauger, in der anderen Hand habe ich gern meine Tauchsäge zum Beispiel. Und da müsst ihr mit dem Daumen irgendwie die Schiene zwicken. Und da kann ich das jetzt ordentlich festhalten. Das heißt, Staubsauger mit Tauchsäge und Führungsschiene und habe eigentlich schon töfte Werkzeug mit, was ich für viele Arbeiten so brauche. Und was auch neu ist, dass die Führungsschienen jetzt vorgesenkte Löcher haben, wenn man einfach hin und wieder mal die Führungsschiene wo anschrauben muss. Da aber das Schrauben nicht immer recht cool ist und auch nicht recht hilfreich ist, Messebauer wissen das, man muss einfach nur schnell was nachschneiden. Man muss nachträglich wo zum Beispiel nur schnell eine Durchreiche oder also ein Fenster oder einfach so eine Öffnung machen. Dann kann ich die neue Schiene mit Klebepads ganz einfach an meine Flächen dranheften. Die neuen Führungsschienen mit den Klebepads, die gibt es in zwei Längen, einmal mit 1400 und einmal mit 1900 mm an Gesamtlänge. Und bei jeder Führungsschiene ist ein Sackerl dabei mit 30 Klebepads. Das heißt, man kommt in der Regel 15 Mal das Erneuern an der Führungsschiene. So schauen die Klebepads aus. Das ist so ein Kunststoffteil, da ist hinten dann mit einem Abziehstreifen natürlich da das Klebepad. Der Halter ist ein sehr starker Kunststoff, was man bis dato mal so gemerkt hat. Und die kann ich dann einfach in meine Führungsschiene einsetzen und dann niederdrucken. Und wenn ich das dann beidseitig ordentlich niederdrucke, dann halt eben meine Schiene auf senkrechte Flächen. Wie das funktioniert, schauen wir uns ein bisschen später noch im Video an. Die Frage ist jetzt schon ein paar Mal gekommen, wie oft dass man dann die Klebepads verwenden kann. Und das kommt sehr auf die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Einsatzortes an. Hast du zum Beispiel jetzt eine ganz saubere Spannplatte, dann kannst du die Klebepads sicher sehr oft verwenden. Hast du auch, sage ich mal, staubfreie Holzflächen, dann wird das auch ein paar Mal funktionieren. Nur wenn es zum Beispiel sehr staubige Geschichten sind, wie zum Beispiel ein Frigips oder sehr staubige Materialien im Generellen oder auch sehr faserige oder raue Materialien, dann ist natürlich, nicht die Klebeeigenschaft von jedem Klebeband, sage ich mal, ein wenig begrenzt. Wir dann einfach da mal das runterziehen und dann kleben wir es einfach da mal so drauf. Und wie man sieht, das hält schon wirklich gut, also da lässt sich nichts mehr verrutschen. Und auch wenn man es dann wegnimmt, schaut, da geht sogar auf der Dreischichtplatte die Holzfaser mit. Da kann man dann ein wenig aufpassen, wenn man das hat. Aber ich sage jetzt habe ich es mal viermal. Beim fünften Mal ist keine Klebewirkung mehr da. Und jetzt sieht man da hinten natürlich auch, dass sich da die Holzfaser abgesetzt hat. In der Regel glaube ich mal, dass das System so auf OSB sicher einmal verwendet wird für einen Innenausbau oder Dachbodenausbau. Natürlich auch auf Dreischichtplatten, wenn das wo wer hat. Aber in Summe, sage ich mal, gerade im Messebau sind das mit den Klebepads sicher was sehr viel auf Spanplatten draufkommt. Und da einfach mal kurz vorher abwischen, dass es staubfrei ist und dann kann man da sicher 6, 7, 8 Mal die Klebepads wiederverwenden. Aber wie gesagt, Festool gibt im ersten Start 30 Stück dazu. Das reicht für 15 Einsätze. Wenn man nur sagt, dass es zweimal geht, kann man 30 Mal die Schiene anheften. Ich glaube, das ist ziemlich fair und ganz okay. Immerhin ist ja eine Problemlösung, sprich, das ist jetzt nicht was vorher schon von gegeben hat, sondern das ist eine Innovation, sage ich mir, dahingehend, weil viele Messebauer draußen wissen es und das hören wir oft auch aus Feedback. Die haben zum Beispiel früher einen Gecko gekauft, den Doppelsaugheber, den haben sie dann auf die Schiene drauf montiert und der hat ihnen halt auch da, gerade auf weißer Spanplatte, sehr viele Rückstände hinterlassen, die was dann wieder aufwendig zum Reinigen waren. Wie gesagt, wie das funktioniert mit der Schiene anheften auf Oberflächen, das schauen wir uns später an. Neu zu den neuen Schienen gibt es natürlich auch zwei weitere Sachen. Das eine ist, es gibt einen neuen Abweiser. Der Abweiser ist jetzt kartonverpackt und nicht mehr in dem elendigen Plastikblisterzeug drinnen. Für was ist der Abweiser gut? Der Abweiser führt das Kabel oder den Schlauch an der hinteren Kante. Viele wissen das beim Sägen oder beim Schneiden. Kann es einfach passieren, dass sich das Kabel oder der Schlauch verhakt, das ist sehr unangenehm. Mit den neuen glatten Saugschleichen passiert das nicht.
Aber wer zum Beispiel nur so einen geriffelten Saugschlauch hat, dann geht das da immer blöd über die Kante drüber. Der neue Abweiser ist auch viel breiter geworden, das heißt, er umschließt jetzt da die Zubehörnut in der Schiene. Da lässt sich natürlich da einfach aufschrauben und jetzt kann natürlich da der Schlauch oder das Kabel perfekt drüber rutschen. Wer das schon generell keine Probleme damit gehabt hat, sondern meinen Trick nimmt, den was ich in meinem Video hergezeigt habe über Tauchsägen, nämlich dass man sich das Schlauch- und Kabelpaket über den Arm legt, dann habt ihr natürlich sowieso gewungen, aber so der Abweiser ist halt für sehr viel Fräsarbeiten oder immer wiederholende Schnitte zum Beispiel da und da oft ein wenig praktisch oder wenn man einfach große Längen zum Schneiden hat. Wie gesagt, jetzt neu, der Unterschied ist zum alten, dass er einfach breiter geworden ist und der einfach jetzt die Zubehörnut auch umschließt. Weil früher hat es halt einmal passieren können, dass sich das Kabel da drinnen dann auch verhakt oder halt der Schlauch. Eines ist nur neu geworden und das sind neue Verbindungsstücke für Führungsschienen. Das heißt, ihr könnt ja zwei Führungsschienen miteinander verbinden, sodass halt längere Schienen habt und ihr nicht jetzt mehr eine 3 oder 5 Meter Schiene transportieren müsst. Ist oft einfach gescheiter, wenn man zum Beispiel 1,90 Meter und 1,40 Meter miteinander kombiniert, dann hat man einfach einen leichteren Transport. Das Verbinden früher mit den alten Verbindern, das war, sage ich mal, für viele Jahre einfach cool und eine Möglichkeit eben, dass man das schnell bewerkstelligt. Nur, irgendwann ist mir auf die schlaue Idee gekommen, das konnte man ja selbstzentrierend machen. Die alten Verbinder waren das nicht, da hat man aber eine Waaglatte dazulegen müssen, dass man das ausrichtet, wer es sehr genau genommen hat. Die neuen Verbinder sind jetzt auch kartonverpackt, sehr positiv, danke Festool, ein kleiner Gedanke an die Umwelt. Und es ist jetzt sogar schon der passende Sechskantschlüssel mit dabei. Früher hat man das mit einem Schlitzschraubendreher machen müssen und viele von uns wissen, dass man den Schlitzschraubendreher nicht mehr wirklich so mit hat. Ist ja auch nicht mehr so wirklich up-to-date, ein Schlitzschraubendreher. Meistens haben dann viele auch sogar so einen Elektriker-Phasenprüfer genommen, nur die halten halt auch das auf Dauer nicht aus, weil das festziehen. Wenn man die Schrauben verloren hat, ist furchtbar ärgerlich gewesen. Jetzt mit Innensechskant wird das Ganze besser. Es sind jetzt diesmal von Haus aus sogar schon zwei Verbinder dabei. Früher mal empfohlen, wenn du 1,40 Meter und 1,80 Meter kombinierst, genügt auch Verbinder. Aber viele von euch dann einfach dann 1,40 Meter und 1 Meter oder 2,40 Meter oder eben 1,40 Meter und 1,90 Meter. So viel Zahlen miteinander verbinden und dann sind zwei Verbinder immer stabiler. Auf jeden Fall sind die Verbinder angeschrieben. Es gibt jetzt 1 und 2. Es sind auch optisch ein Unterschied. Der zweite schaut aus wie früher die Verbinder. Der erste hat dann da so Fräsungen drinnen, dass einfach das Material sich dann auseinanderdrückt und dann zentriert sich das Ganze. Ganz kurzer witziger Fun Fact: Der neue Schlüssel, was bei den Verbindern dabei ist, der passt natürlich da rein, wo bei der Tauchsäge original der Schlüssel auch versteckt ist für die Sägeblattdemontage. Den normalen Sechskantstiftschlüssel könnt ihr natürlich dann in die Werkzeugkisten geben oder euch in den Kindern zum Spülen und der neue Schlüssel für den Verbinder, der passt dann da oben nämlich schön rein. Das ist lässig gemacht. Man setzt den ersten Verbinder natürlich unten ein in das Profil. Da ist auch eine Markierung drauf, dass man nicht zu weit kommt. Wenn das Ganze ein bisschen zu sehr zwickt, muss man die Schrauben ein bisschen lösen. Da hilft wirklich nur eine kleine Umdrehung. Das heißt, nicht ganz rausschrauben, weil sonst tatsächlich dann schwer. Und der zweite Verbinder kommt dann in die Zubehörnut rein. Den gehen wir eben nämlich auch gleich mal reinschieben. Warum, dass wir den zweiten auch gleich reingeben, ist ganz klar, aber dann müsste man sonst einmal komplett durchfädeln und das da sparen wir uns natürlich dann. So, da sind wir jetzt einmal zusammengerückt, schieben wir da nochmal zusammen und dann fixieren wir sie einfach einmal die Verbinder selbst ausrichtend. Heißt, dass die Madenschrauben da drinnen sind leicht konisch, das heißt, das Profil wird auseinandergedruckt. Und dann richtet sich das Ganze natürlich auch ordentlich aus. Und das Ganze reicht wirklich handfest, ihr braucht es nicht festknallen, wie es bei den alten Verbindern war, da wo dann viele kennen, die es beim Profil unten, die Knubbel passieren oder so Erhöhungen sind, weil man die Madenschraube so weit reindruckt. Das braucht man dann immer noch. Den zweiten setzt man natürlich auch aus an der Mitte. Und dann fixiert man das Ganze natürlich auch nochmal. Somit habe ich jetzt zwei Schienen perfekt miteinander verbunden. Das heißt, ich kann mit der Schiene jetzt auch wirklich schön arbeiten. Viele von euch, wenn sie große Plattenmaterialien auftrennen zum Beispiel, dann haben sie einfach eine lange Schiene. Die können sie dann ganz normal nehmen, auflegen, ausrichten, sägen. Und durch das selbstjustierende, selbstausrichtende sparen wir einfach das mit der Wasserwaage oder Waaglatte. Und ich bin einfach viel schneller und viel einfacher beim Zusammenverbinden und kann einfach schnell sägen, wenn ich eine lange Schiene brauche.
Dann geht es natürlich darum, irgendwann ist man fertig mit der langen Schiene, man mag wieder seine 1,40 m Schiene ganz normal haben, dann löst man auf einer Seite den Verbinder, schiebt ihn ein bisschen zurück und fixiert ihn an zwei Schrauben. Dann bleibt er nämlich oben auf der Schiene drauf und wenn ich wieder verbinden mag, zweimal umschieben, festziehen und ich kann gleich wieder weiterarbeiten. Schlüssel wieder in die Tauchsäcke geben, eben das nicht verliert. Die Ohren sind wahrscheinlich jetzt genervt und irgendeiner denkt sich, zum Glück hat es der Mike dreimal gesagt, das ist eben durch. Ja, jetzt habe ich da wieder meine normale Schiene, kann natürlich weiterarbeiten. Oft kommt einmal die Frage von vielen Kunden, hey, wie tut man so eine Führungsschiene warten, muss ich da irgendwas beachten? Du kannst das einmal einfach einmal abwischen, wenn es sehr schmutzig wäre, oder du pflegst es halt einfach mal mit der Druckluft, dass das mal wegblasen ist. Die Teflongleiter an sich drauf, die grünen Gleiter, die halten sehr, sehr lange, da muss man in der Regel nichts da. Meistens kann es einmal passieren, dass man zum Beispiel mit irgendwas reinfädelt und unterbei sich den Gleiter hochhebt. Da ist es einfach gescheit, wenn man dann einmal die 10 Meter Rollen, die was da gibt, kauft und die Teflongleiter nachpflegt. Dasselbe verhält sich dann unterbei an der Moosgummi, Haftunterlage. Wenn die massiv beschädigt wäre, einfach dann runterziehen mit einem Etikettenentferner oder mit einem nicht rückfettenden Reinigungsmittel natürlich das Ganze ordentlich säubern und pflegen und dann kann man da auch wieder neu aufkleben. Das Einzige, das was man bei der Führungsschiene immer wieder mal erneuern sollte, das wäre der Splitterschutz. Das ist jetzt nichts, das kauft man einmal und hält ein ganzes Leben lang, sondern das darf man ein bisschen sehen wie Socken. Wenn die Socken irgendwann mal durchmarschiert sind, muss man auch neue Socken kaufen, außer du hast gern luckerte Socken, dann nicht. Auf jeden Fall, wenn der Splitterschutz einfach irgendwann mal abgeht oder halt nicht mehr das gewährleistet für das, was er gedacht ist, nämlich ausrissfreies Schneiden, dann zieht man runter und klebt den neuen rauf. Da ist halt auch wieder wichtig, dass man natürlich die Klebestellen, den Rückstand, da was drauf ist, mit einem nicht zurückfettenden Reinigungsmittel entfernt. Ich nehme da persönlich in der Regel über einen Etikettenentferner. Den kann man immer wieder mal brauchen, gerade wenn man Sachen kauft, wo Klebeetiketten oder Sachen drauf sind, draufgespült, weggewischt. Und der geht ja für viele Edding und andere Materialien auch. Also wirklich ordentlich reinigen, dann halt die neue Schiene länger. Aber einen Profi-Tipp gebe ich dann nur gern dabei, wenn es dann zum Beispiel eben den neuen Splitterschutz aufklebt. Dass die Eckerl da ein bisschen anfasen, also wirklich nur ein kleines Schnitterl machen, dass das da ein bisschen angefasst ist. Das hat einfach den Vorteil, gerade wenn du die Schiene viel wegstößt, in die Tasche reingibst, einfach die auch viel transportierst, dann bleibt das kleine Eckerl nicht überhängen und dir passiert es nicht gleich, dass da am Anfang die Klebestelle auseinander geht und dann, ja, wenn es da aufgeht, dann geht es meistens dann im Anritsch und Ratsch weiter. Wie vorhin im Video erwähnt, probieren wir ja natürlich die selbsthaftende Schiene auf verschiedenen Oberflächen aus. Ich habe das im Vorfeld probiert, also Mauerwerk ist kein Problem, also verputzte Mauer. Ich habe aber auch bei sägerauen Holz jetzt keine großen Probleme festgestellt. MDF-Platten natürlich, da haben wir eine beschichtete Spanplatte. Ich habe es auf Gipskarton probiert, auf verschiedenste Materialien. Man muss schon sagen, die Klebepads verschleißen unterschiedlich schnell. Gell? Bei Gipskarton ist zum Beispiel nur einmal, weil sich dann der Karton löst, wenn man den Kleber abzieht. Bei sägerauen Holz sind wir bei 3-4 Mal, bei beschichteter Spanplatte geht es 6-7-8 Mal. Wichtig ist allweil, gerade wenn es glatte Oberflächen habt, das einmal mit einem Tuch mal ordentlich abwischen, dass das staubfrei ist, weil dann halten auch die Klebepads länger. Nur man muss jetzt sagen, das ist eine Lösung für einen Einsatz. Dass man jetzt dann da die Schutzfolie wieder drauf gibt und dann ist die für die nächsten 10 Jahre Ruhe, das kann man mal verneinen. Es ist einfach ein Problemlöser. Wie vorhin erwähnt, die Anwendung ist ja wirklich denkbar einfach. Man setzt die grünen Klebepads mal in die Schiene ein. So. Zieht dann natürlich die Schutzfolie ab. Okay. Richt sich seine Schiene, wie man es natürlich haben will, an den Riss aus und dann fährt man über die grünen Festo-Logos drüber und dann hält das Ganze schon. Wie gesagt, bei beschichteter Spanplatte sind wir so 6-8 Mal. Da kann man die dann einfach auch wieder runterlösen und runterziehen und dann sieht man auch, dass das wieder gut funktioniert. Und da kann ich wirklich einige Male das aufkleben und habe wirklich immer wieder ausreichend Haltekraft. Im Notfall tut es oft vielleicht einmal Anklebestrafen, wenn man gerade noch mal einen zur Verfügung hat. Aber gerade bei schrägen Sachen, wo ich die Schiene anhefte, sind auf jeden Fall zwei Klebestreifen wichtig. Eben auch bei sägerauen Holz und alles andere, was eher sehr uneben ist oder sehr strukturiert ist. Thank you.
Auf Rigips geht es halt dann nur einmal, wenn man es direkt auf Gipskartonplatten biegt. Das ist ja ganz klar, weil natürlich das Papier auf dem Klebestreifen fest bleibt. Wenn es schon verputzt wäre, wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen. Natürlich ist es jetzt nicht die Mega-Innovation, keine Frage, also es ist cool, dass es gibt. Hat es vorher so noch nicht gegeben oder nur mit Umständen, sage ich mal. Oder andere hat sich da mit einem doppelseitigen Klebeband die Schiene natürlich hingeklebt, wo es hinkleben wollte. Unterm Strich kann ich nur sagen, es ist cool. Es ist praktisch, die Öffnung in der Mitte taugt mir. Du kannst einfach dann eben Säge, Schiene und alles in einer Hand ordentlich transportieren. Dass endlich Senkungen drauf sind auf der Schiene, dass man es eben direkt wo hinschrauben kann, wenn es wo notwendig ist, ist auch toll. Das wünschen wir sogar bei jeder normalen Schiene. Der neue Abweiser ist auf jeden Fall lässig, wenn man eben braucht. Andere brauchen ihn nicht, die werden natürlich nicht kaufen. Was aber viel mehr Sinn macht, das sind die neuen Verbinder. Die haben mich sofort überzeugt. Wie manche von euch wissen, habe ich eben auch das Muffelführungsschienensystem mit einer Muffelführungsschiene. Und der eine große Verbinder, da hat mich halt doch sehr verwöhnt, sage ich mal. Man zieht einfach mit wenigen Handgriffen zwei Schienen ordentlich zusammen, auch wieder selbst ausrichtend. Und da war das halt praktisch, dass Festool das jetzt auch gemacht hat. Was man natürlich erwähnen muss, und das muss man aber auch verstehen, Festool hat da eine Verpflichtung der Führungsschiene gegenüber. Die Kunden sich jetzt eine hippe, klasse, neiche Führungsschiene machen, die was ähnlich cool ist vielleicht wie die von Muffel oder nur viel besser oder nur grandioser. Nur, es gibt da draußen viele hunderttausend, wenn nicht sogar schon Millionen Anwender, die was dieses Führungsschienenprofil seit über 20, 25 Jahren kennen und verwenden jeden Tag. Und Festool hat in der Vergangenheit da auch sehr viel Zubehör dazu gebracht. Wir erinnern uns den Winkelanschlag, jetzt gibt es da noch einen verstellbaren Winkelanschlag, es gibt verschiedene andere Maschinen, die was auf die zweite Zubehörnut greifen. Und da ist es einfach angebracht, dass es einmal neue Lösungen auch gibt auf einem bewährten System. Wenn du uns aktiv unterstützen magst, du findest die Produkte bei uns im Shop. Mike's Tool Shop ist ein großer Online-Shop für Tischler, Innenausbauer, Holzhandwerker im Generellen. Wir haben sogar mit der neuen Schiene ein schönes Tauchsägen-Set kreiert. Schau vorbei, unterstütze uns aktiv, wenn du uns gern unterstützen magst. Somit halte ich dich schon gar nicht mehr länger auf. Hab viel Spaß beim Holzwerken, tu da nicht weh, pass auf dich auf. Pfiat euch, euer Mike.